Erstens mal ist es ja ein Mineralstoff. Das ist jetzt nicht chemisches, also es ist, ich sag mal, nachhaltig, könnte man ja jetzt auch sagen. Zum Beispiel, wenn man jetzt müde ist oder so, abgeschlappt einfach nur, nicht mehr kann. Ich als Mutter von 3 Kindern, ich meine, muss ich ja jetzt nicht viel erzählen, ist dann auch schon mal die Energie einfach, dann einfach raus. Nehme ich sie wieder regelmäßig, dann fühlt man halt einfach auch den Unterschied. Es ist immer schwer zu beschreiben, deswegen muss man das eigentlich selber dann erfahren. Aber es ist einfach ein Energiekick dann auch. Es funktioniert alles wieder, würde ich sagen. So schläft man ja schon mal so ein bisschen ein. Schüsslersalze helfen mir, gut durchs Leben zu kommen. Und ich nutze die halt am meisten für den Sport und fühle mich dadurch einfach fitter. Und das ist das Schöne. Egal wer welche Symptome hat, wenn die Symptome gleich sind, habe ich immer dasselbe Salz. Egal ob ich Baby bin, ob ich schwanger bin, ob ich 70 Jahre alt bin. Und das macht für mich diese Therapie so wunderbar einfach. Die Geburt ist aber einer der urnatürlichsten Vorgänge. Und deswegen, wenn wir auch mit diesen natürlichen Naturheilkundemitteln unterstützen können, wie den Schüsslersalzen, dann können Sie das wunderbar meistern, sind gut gestärkt, gehen gut in die Geburt. Und auch nachher die teilweise anstrengende Phase, je nach Kind, je nach Temperament des Kindes, auch mal durchwachte Nächte. Ich kann einfach schauen über eine Antlitzanalyse zum Beispiel, hat jemand einen Mangel, das ist das, was Heilpraktiker, Mineralstoffberater auch in den Apotheken machen und somit dann dem Kunden eine konkrete Empfehlung geben können und auch ganz individuell sagen können, was fehlt demjenigen. Und du nimmst jetzt einfach die 3, 4 Salze über einen gewissen Zeitraum und schaust, wie entwickelt sich das, gehen die Störungen zurück. Und man kann es letztendlich ja auch nachweisen über Bestimmungen im Blut, wenn ich dann einfach sehe, es verändert sich was.